zurück zu Let's Play The Witcher 3. So, wir dürfen jetzt mal weitermachen. Wir, und zwar gehen wir zu Triss, das Ding abzugeben. Ja gut, Waffenreparaturzeit muss ich später mal gucken, ob ich noch was finde. So, nun muss ich halt die Waffe ersetzen, so lange, bis ich keins gefunden habe. Noch ist die da. Ja, reicht's, komm schon. Was? Also dämliche Streitkolben, was soll ich damit? Scheint ja nicht wirklich willkommen zu sein, das Gefühl. Was ist hier? Ach Quatsch, vielleicht falsches Haus. Das ist nicht dein Tag. Ich habe nur eine kleine Frage. Warum zur Hölle habt ihr keine Hosen an? Was habt ihr hier getrieben? Zähl ich mal. Ich begrüße euch jetzt sehr gut. Mehr her mit der Heilung. Stopf, stopf. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Zuerst mich eure Wohnung auseinander. Ich glaube, man darf das mit der Wache nicht machen, ne? Habt ihr nicht mehr Reparaturzeit? Was ist mit euch? Kann ich nichts reparieren, meine Freunde. Da ist es. So, wir können das lügen. Der Wunsch einer Frau. Ich weiß, da stand er nicht, aber ich hab's gesagt. Gleich. Schön, Triss beklauen. Dann lass erstmal quatschen. Ja, Geralt? Oh, erstmal. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Ich glaube, ich habe seitdem das Pay noch gar nicht gefunden, ne? Hast du einen Durchgang? Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Noch besser. Ich habe das hier gefunden. Ein Megaskop-Kristall. Er ist beschädigt, könnte aber noch funktionieren.
Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat. Perfekt. Dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur der Flaester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können. Wilgefortz hat's geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist... Denn dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen, das sind die mächtigsten Zauberinnen. Die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen. Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Nein. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Das ist viel besser. Bei mir ist er sicher. Ich werde einen Analysezauber wirken. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Viel Glück. Gib dir doch nicht Radovid, er ist Feind. Also ich sehe ihn als Feind. Ich weiß nicht, ob der wirklich Feind ist. Okay. Erstmal doch nochmal zu Radovid, okay? Mal gucken, was ich denn sagen kann. Ich werde hoffentlich nicht zu viel labern. Da war noch was. Alter Mist. Okay. Ah, du nimmst schon Pfeffer. Bitte, hey. Was ist denn der Wahnsinn? Ich hab doch gesagt, ich bleib nicht lang. Gut, wir haben die noch sagen, wir hatten Sex. Naja. Okay, der ist auch schon wieder 1000 Meter weit weg. Okay, Karte. Ich muss das mal kurz gucken. Gibt's da vielleicht, hier ist noch ein Händler, da könnte ich es mal ausprobieren. Und dann da unten und dann... Ja, dann reiß ich halt. Aber warum greifen wir hier? Ich gucken so einen Männer an. Ich hab dann was Neues gegen sie gehabt. So, ich weiß gar nicht. Die Pflicht auf. Ja, dann geh mal. Und der da? Du bist hier der Einzige, der was verwechselt. Hier mit den Kronen, aber schnell! Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren.
Habt ihr das gehört, Jungs? Zufrieden. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Ich will was kaufen. Papier. Papier. Hemd. Warum sieht Geraldine sie hinten aus? Das sehen wir da ganz hin. Was ist das denn? Lese. Hast du ein Problem? Hast du einen? Ich meine, er ist ja relativ nett, er fragt mich auch Probleme, wird denn mir dabei helfen? Hörst du mir bei meinem Problem? Ja. Oh. Ja, nun gut, ich muss das Spiel hier durchspielen und ich weiß nicht, wo Ciri ist. Such mal. Was? Ich hab's gerade erklärt. Ja? Ja. Was ist los? Okay, das war jetzt nicht das, was ich erwartet hatte. Ich wollte eigentlich einen Händler haben. Ist jetzt ein Händler mehr in der Stadt? Oder hier oben ist ja, glaube ich, jetzt ein Händler, kann das sein? Oder war da vorne schon da? Ich bin jetzt da, ich gehe erstmal da hin. Dann gehe ich wieder da oben hin. Vielleicht wollte ich denn da hinporten wahrscheinlich. Wie gesagt, Retourzeit ist erstmal wichtiger. Das war das. Tut mir leid. Einfach zu schnell kaputt. Also jetzt. Aufmachen. Kommt da jetzt jemand? Oh, komm mal selbst rein. Alle Tür stehe. Gesundheit. Kaufmann. Hm? Was hast du anzubieten? Was ist das denn? Hundert. Wie viel hat mein Pferd momentan? Wie kostet das denn? Ich kaufe das denn erstmal. Aber ansonsten nix. Bis dann. Guck mal kurz. Oh, ich bin sogar überfüllt. Aber was macht denn diese Tasche? Wie können die jetzt fassen? 30. Das ist ja sehr gut. Das kann ich 160 tragen. Ich habe schon fast viel. Das ist tatsächlich was. Was hast du anzubieten? Na komm, die Hemden kannst du haben. Das gibt's eigentlich auch mittlere Rüstungen im Spiel? So, ja, mittlere. Ich wollte auf mittlere Rüstung gehen, ne? Leichte kann ich vertiefen, das ist ja nicht das Problem. So, das kann ich mal weg. Das kann weg. Die Sache behalte ich erstmal. Verzehrbares brauche ich nicht verkaufen, das brauche ich erst selber. Glaubt mir das Platz eigentlich? Ich verkaufe mal die drei hier. So, ich habe jetzt 72. Ne, okay, das glaubt mir keinen Platz. Glaubt mir das Platz? Verkauf mal das hier eben. Achso, das ist für eine Quest.
verkaufen wir das hier. Das klaut mir Platz, okay. Davon habe ich leider viel zu viel. Ja. Na gut, wie dem auch sei. Bis dann. Ist das leichte oder mit der Rüstung? Leichte. Damit hat das hier immer der mittlere Rüstung anhaben. Und dann packe ich da einen Stein rein. Mittlere, leichte, mittlere. Ja, das hier. Alles klar. Weiß auch gar nicht, warum ich die noch gar nicht gewechselt habe. Okay, das war aber auch ein... Party? Ja, das war auch nicht das Richtige. Scheiß drauf, komm. Wo ist da, wo ich hin muss? Da unten. Okay, ich muss erstmal jetzt wieder... So, den Teleport hier zurück. Aber tut sich natürlich immer schon davor. Ochsenfurz. Lang lebe Ratten. Na, mich dann aufschütteln. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Also, ist aus Recht. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten, aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid, aber Eilhardt selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen. Besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Okay. Lang lebe Radovid! Jetzt macht der Kopf, Leute. 50 Erfahrungspunkte. Wie viel macht das auf der Skala? Wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht sehen wir hier, ne? Okay, nix Quest. Nee, reiß jetzt hier Skellige, will ich nicht. Nehme es schon. Ich glaube, einen Hexauftrag werde ich jetzt machen müssen, weil da war noch einer, glaube ich, mit Level 12, gell? Genau, und wen Auftrag, das Ding aus dem Sumpf. Kehren eine Woche zurück, um die versprochenen Wohnungen zu sitzen. Die
Die Woche ist noch gar nicht rum. Also, Ding ist auf jeden Fall. Hier noch nicht. Okay, dann. Die nächstgeringere Quest, die sind alle zu hoch. Ein alter Freund liest den Brief, in dem du das Buch noch nicht festgefunden hast. Okay. Bücher. Wie gesagt, ich würde das gerne mal machen, diese scheiß Ausrüstung suchen, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich muss auf Quest gehen. Das gehört ja zur Schatzsuche dazu. Greifenschutzausrüstung, Level 11. Ich mache erstmal Level 11. Muss ich dafür hin? Gibt es denn einen Zielort dafür hier unten? Drachentötergrotte. Okay, wo ist hier der Tele? Da ist der Tele. Da ist der Tele. Sophia! Je nachdem, also wenn das halt schwere Rüstung, leichte Rüstung ist, dann würde ich das wahrscheinlich nicht nehmen. Aber wenn ich daraus auch eine mittlere Rüstung machen kann, gerne. Jetzt bin ich wieder zu weit gelaufen. Wieder mal Regen. Ne? Ich bin schon über der Zeit, Moment. Ich porte eben noch hier hin. Dann verabschiede ich mich hier drüben. Geht's in die nächste Folge. Da, das wäre erstmal diese Folge, das ist dann die nächste Folge bis dann schon. Einst waren sie zahlreich, doch heute sind sie rar. Jäger, Schlechter des Abschaums dieser Welt. Die Hexe, erschaffen, um zu töten. Einer von ihnen ist eine Legende. Geralt von Riva, genannt der Weiße Wolf.